Wenn ich mal hier drücke, was passiert denn dann? Weiterspielen? Ja. Gute Idee. Ja. GTA Vice City, GTA Vice City. Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt bin. Und herzlich willkommen. Und herzlich willkommen wieder bei Totenstein TTS. Ja, ein Schuss mit der Munition habe ich gerade. So, jetzt geht's mal weiter. So. Ich komme jetzt wieder gerade mit der Steuerung wieder mal klar. Jetzt stecken wir mal ein wieder. So, jetzt fahre ich mal weiter zu den A-Punkt da oben. Ich hatte letztes Mal eine Aufnahme mal gemacht, das habe ich voll verkackt. So, jetzt macht mal Platz hier, Leutchen. Ja, halt's Maul. So. Ja, jetzt fahre ich ein bisschen besser jetzt. Trinken wir mal ein Bier. Scheiße. Ja, jedes Let's Play ein Bierchen und das ist die Steuerung, weißt du? Wenn man so viel besoffen hat, kann man ja kaum lenken. So. Oh, Motorhaube weggeflogen. So. Jetzt fahre ich mal hier rum. Ja, dann gucken wir mal hier in der Richtung, wo das Flugzeug steht. So, ich habe eine Menge von Totenstein-Musik hochgeladen, ne? So. Hoffentlich gefällt es euch. Meine Musikkarriere. So, die Limousine wird wieder angefahren hier und da geht der Vice City rein. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No, thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. This guy's my new friend. I never had a friend with a weight before. Der Golfplatz. Ey. Warte mal. Ich will mal die heiße Maschine da hinten. Eine. Wie heißt sie? PCG 600. Boah, die geht dann mal ab hier. Boah. Alter, ey. Die geht mir zu viel schnell ab, ey. Lebst du noch? Ah, die sieht ja geil aus. Naja. So. Dann fahren wir mal weiter hier. Oh, Mensch. So, hier lang. Und fahre eine Laterne um. Mensch, Mensch. Und wieder. Ich weiß auch nicht, wie ich fahre. So. Dann kriege ich mal jetzt mal einen Golfanzug. Die Mission hatte ich schon mal gespielt. Ist das me? Nice ass, baby. Was? Hübsche Hände? Hop, 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 hop. So. Ja. Wir fahren jetzt auf den Golfplatz. So, wir sind schon angekommen. So, da oben steht er nämlich, der Püppelmann hier. Spielt hier so schön Golf. Seine Leitwache. Schlichte hier. Security. Ach Mann, machen alle meine Waffen weg. Ja, dann nehmen wir mal einen Golfschläger. Und nehmen wir mal hier diese rote Golfkarre. So. Und da hinten ist schon mal Leben. Ist gut. So. Dann haben wir mal Leben eingesammelt. Dann fahren wir mal weiter. So, ich will mal lieber mal das Ding ausschalten. Radio. Na, kommt er erstmal auch noch. So, ich will auch mal Golf spielen hier oben. Who is this guy? Boys, deal with him. Get him! To that psycho! Please, a little decorum. Ja, von wegen. Hau ab.
Machte schon die Security sie kaputt, ey. So, Mission erfolgreich. So schnell kann's gehen. So, jetzt fahre ich mal wieder hier raus. Uah, haut ab. Kann ich noch oben? Der sitzt da drin, ey. Oh, Mann, die Steuerung hier mit der Karre, ey. Ich werde noch wie bekloppt. So, nehme ich mal meine Munition mit. Und diesmal nehme ich nicht die Karre. Ja, ich habe schon den Anzug. Dann nehme ich mal den schicken Porsche hier. So, schöne Kreisdrehung hier. Ne? Ich wieder mit meinem Deutsch. Mal gucken, hier wieder irgendwann eine Grafikscheiße kommt. Da warte ich hier richtig drauf. Hab richtig Hunger. Die nächste Mission bei den R. Punkt. Werde ich nicht angehen. Warum? Da kommt so eine scheiß Helikoptermission. Meine Fresse, jetzt haut doch mal ab. Hier machen wir Platz. So. So, ziehen wir durch hier. Ja, hier das Gebäude rechts von mir. Das soll ich ja sprengen mit irgendwelchen sechs Dynamitstangen oder wie das heißt. Ja. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Ich weiß nicht, welche ich diese Mission auslassen soll, aber. Was wäre im Weißen die ohne diese Mission? Eine Karre brennt gleich. Boah, jetzt raucht sie. So, jetzt fahre ich mal. Was war denn das? Habe ich da irgendwas gesehen? Ah. So, die Karre lasse ich mal stehen. So. Was ist das für eine Mission? Ah, wenn ich getötet werde oder unglücklich sterbe, kommt denn hier nicht mal was? Ah. Hey! Drecksäcke. Ich will die scheiß Karre hier nehmen. Ah, muss man raus hin. So, jetzt fahren wir mal weiter zur Richtung Yacht. Ich habe mal schon die ersten drei Teile hochgeladen. Vom Vice City. Irgendwas brennt. Oh, jetzt brenne ich. Ich würde sagen, hier mein Aschenbecher brennt. Mann, 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 ey. Ja, jetzt kommen die ganzen Neugierigen. Was ist denn bei dir? Was ist denn bei dir? Ja, ja, gut. So. Kommt hier schon wieder keine Karre, ey. So, dann rennen wir mal ein bisschen. Was ist denn hier los? Der Polizist mit doch. So, jetzt muss ich euch anhusten, weil ich gerade zum Bock hab. So. Ja. Ein Schuss. Es geht noch gerade. So, jetzt muss ich mal gucken, was hier in Aschenbecher so brennt. Ich gehe mal geradeaus weiter. Das Bier stelle ich mal hier hin. Ja, ich habe noch ein Bier im Kühlschrank, das trinke ich auch noch. Mr. Versetti! Colonel, thank you for coming. Ah. Please sit. Lobster? No, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I'll reward you. And then we will find your money together. We will be at his penthouse, half drunk probably. Use this. The Motorsäger. Jetzt haut ab hier, jetzt kommt der Massenmörder. Nee, immer mal gucken hier. Da hinten ist eine schicke Knarre, sehe ich gerade. Ah, gib mir mal ein bisschen Munition her. Wie der läuft, ey. Jetzt kommt Eddie. Wie heißt denn der Film eigentlich? Ich weiß nicht, wie der Film jetzt heißt. Eddie, nee. Wer ist denn der jetzt nochmal? Den kennt ihr bestimmt. Der. Ah,